So, da bin ich auch schon wieder mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Grundstärke von 821. Da können wir fast mithalten. Das heißt, wir sind fast auf Augenhöhe mit einem Champions League-Verein. Alles klar. Gucken wir mal weiter bis zum Spiel. Was passiert da hier? Fabian Reitmeier kommt ja zu uns. Ne? 4 Millionen. Grundstärke von 70. Den integrieren wir noch sehr schön in der Winterpause. Und dann wird der richtig gut. Rechts in der Tabelle können wir noch sehen, wir haben die zweitbeste Defensive nach Stuttgart. Da kommt übrigens der Reitmeier her. Der kommt zu uns. Und dann wird das schon was. Glaubt mir. Gurke noch. Ich kann schon meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Gurke 0850. Warum sind Sie Fußballtrainer geworden? Weil mir die Tätigkeit einfach Spaß macht. Vor allem der Kontakt mit der Öffentlichkeit und mit den Fans reizt mich sehr. Damit kann ich auch Druck von der Mannschaft nehmen, indem ich mich vor sie stelle. Sehr schön. Und jetzt guckt euch mal bitte unsere Saison bisher und unsere Form an. In der Bundesliga. Oh, cool. Das ist ja interessant. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, wir spielen gegen Leverkusen, 55.500 Zuschauer. Dortmund spielt gegen Schalke, erster gegen zweiter. Ist doch mal interessant. Aber auch unser Spiel ist durchaus interessant. Nico Schulz zurück in der ersten Mannschaft. Möchte ich aber noch nicht. Er geht nochmal in die Reserve für 4 Wochen. Unser Team, denke ich mal, können wir so lassen. Ebert hat mir gut gefallen. Leibtrin statt Torhun. De Senna würde ich gerne mal eine Pause lassen, weil er spielt mal der Ottel. Oder der Perdedai, der hat eine gute Form. Perdedai hat eine gute Form. Bringen wir heute mal den Perdedai von Beginn an. Doch, machen wir mal. Okay, Scouting abgeschlossen bei Tom Tribul. Sieht auch interessant aus. Wechsel zu 68 München. Okay. Ja, ihr habt mir noch nichts geschrieben über unsere Transfers. Was wir da so machen wollen. Müsstet ihr mir mal schreiben, damit wir da langsam anfangen können. Zu überlegen, was lohnt sich, was nicht. Zum Beispiel Kevin Pannewitz hätte sich gelohnt, aber der wechselt ja genau mit Tom Tribul. Felix Klaus müssen wir noch genau gucken, wie gut der wird. Einen Stürmer würde ich auch gerne noch holen, der Alexander Kokorin von Dynamo Moskau scheint mir da ziemlich geeignet. Über den hätte ich gerne mal eure Meinung. Falls mit dem schon einer gespielt hat, könntet ihr mir mal sagen, wie gut er ist oder wird. Alexander Kokorin. Interessant, genauso hier wie Hamed Sinks. Interessant, müsste man erst scouten. Kamera ist auch interessant, defensives Mittelfeld. 20. Kamera, dann läuft mir sein Vertrag aus, also 15. Gut, das können wir erstmal vergessen. Rechtsverteidiger hätte ich gern noch einen Jungen. Aber ich weiß noch nicht, ob den Koch. Der ist nämlich noch nicht gescoutet. Oder den Sebastian Jung. Der scheint mir ziemlich gut zu sein. Müssen wir mal gucken. Also ich hätte ganz gerne noch einen Rechtsverteidiger fürs Team. Und einen Stürmer. Rechtsverteidiger und Stürmer. Kokorin und den hier von Zürich. Den guten Koch. Genau. Die hätte ich noch gerne. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Ihn hier will immer noch keiner. Michael Arz. Und in der dritten Liga. Zweite Liga Bochum. Nochmal Spielagenten beauftragen. Ihn hier nehmen wir noch von der Transferliste. Nein. Von der Transferliste nehmen. Alles klar. Okay, Spiel starten gegen Bayer Leverkusen im Textmodus.
Wir können das gewinnen, würde ich sagen. Das ist schon drin, ein Sieg. Ich schon sage. Okay, erste Chance, erste Minute. Krüger mit einem Schuss aus 30 Metern, aber Tim Wies ist. Ja, wir nennen die neu. Tim Wies ist da neu. Ja, wie Andreas Beck. Leverkusen spielt ja gerade gegen Hoffenheim. Bin ja auch gespannt, wie das ausgeht. So ein Mittelfeld-Duell. Oberes Mittelfeld. Ein Hatira, gelbe Karte. Sind wir nach einem Duell mit Lars Bender. Hält sich Ben Hatira das Gesicht. Bender spielt einfach weiter. Und Ben Hatira sieht gelb wegen Meckerns. Na toll. Benotung. 4,0 im Schnitt. Ben Hatira hat eine 5. Ja. Wie sieht's aus mit dem Unentschieden? Freistoß jetzt für uns hier ganz toll. Unentschieden würden wir auf Platz 9 bleiben. Mit einem Sieg hätten wir Chancen auf Platz 7. Wenn nicht sogar Platz 6. Aber da müssten wir schon ziemlich hoch gewinnen. Chance für Leverkusen. Pfosten. Von Gonzalo Castro. Die Ecke wird zunächst herausgeköpft, kommt aber direkt wieder in den Strafraum zu Gonzalo Castro. Der trifft aber nur den Außenpfosten. Das war knapp. Allerdings, das war ganz schön knapp. Die eine Minute Nachspielzeit. Chance für Leverkusen. Schürrle kann sich gegen Mike Franz durchsetzen. Kraft ist aber im Eck. Okay, was haben wir in der Pause? Hat sich ein Drama abgespielt. Ein Gästefan mit einem Heiratsantrag über den Stadionsprecher. Böse Gesänge der Heimfans. Ein klares Nein. Ich habe ja nicht Nein gesagt, die Frau. Das wäre auf jeden Fall schade. Wir bringen Torun. Eine Fitness von 100. Sehr schön für Ebert. Hat mir nicht so gut gefallen. Ebert, und dann gehen wir einmal durch die Offensive durch. Alle motivieren. Nur den Ebert nicht, den haben wir rausgenommen. Auch noch den Perdedei schön motivieren. In seinem Spiel hier von Beginn an könnte er ein bisschen mehr zeigen, was er kann, der Fanol. Okay, Torun für Ebert. Was haben die so für Bewertung? Auch nicht besser, ne? Jetzt Chance für uns. Sogar auch Draxler. Zentimeter am Pfosten vorbei. Schade, schade, schade. Die haben Raphael auf der Bank. Den wir verkauft haben. Den ich unabsichtlich verkauft habe. Eigentlich wollte ich ihn ja gar nicht verkaufen. Habe ich aber. Und Ochipka. Bei Hansa gespielt. Anderthalb Jahre, glaube ich. Okay, wir müssen noch wechseln. Wir bringen Ottel für Perdedei und Jurichsin für den Lasogga. Drückt mal Pause. Ottel ein bisschen Routine reinbringen. Gucken, was daraus so wird. Schon noch der Jurichsin für Lasogga. Sehr schön. Ist Leverkusen Stärke technisch ein bisschen besser als wir. Mal gucken, gehen wir nochmal in Konzentration. Jetzt kommt Ochipka für Katletz. Linksverteidiger für Linksverteidiger. Und Lars Bender sieht rot wegen grobem Foulspiel. Wenn die jetzt, gibt jetzt vielleicht noch was. Wir sind jetzt stärketechnisch überlegen. Wenn ich jetzt kann, drücke ich vollen Angriff. Entweder wir gewinnen 3 Punkte oder wir verlieren alle Punkte. Jena Gurke nur noch 50 gehend Herzen. Jürgensen kommt für Kiesling. Auch noch ein klarer Qualitätsverlust. Wir sind 80 Punkte besser als die. Beck sieht gelb wegen Foul spielt. Freistoß für uns. 5 Minuten noch. Was geht dann? Möglichkeit für Leverkusen. Schuss wird aber abgeblockt. Nein, ich bin nicht mit dem 0-0 zufrieden. Vielleicht noch eine Chance. Nein. Okay, es bleibt beim 0-0. Damit stehen wir in der Tabelle weiter auf Platz 9. Ein Hatira. Hart. Ich möchte Geld. Okay, lass mir das mit 5. Und ich schlecht wechsel zu Palermo. Okay.
Ergebnisse. Dortmund 5:0 gegen Schalke. Guckt euch das mal an. 4:0 gegen Bremen. 5:1 gegen Köln. 1:0 gegen Stuttgart. 4:1 gegen Wolfsburg. 3:0 gegen Bayern. Und 5:0 gegen Schalke. Stokes hat in 21 Spielen 20 Tore gemacht. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist doch unglaublich. Bayern auf Platz 3 jetzt. Okay, Stadion Platz 5. Okay, Spieltagsstatistik steht keiner drin von uns, ne? Ne, wäre aber auch nicht gerechtfertigt gewesen. Fairplay Platz 15. Hier Platz 13. Okay, als nächstes gegen Kaiserslautern. Da muss wieder ein Sieg her. Scouting abgeschlossen. Kevin Pannewitz. Der ist auch gut, aber Skandal ist richtig. Publikumsliebling wechselt jetzt erstmal zur Greuther aus Fürth. Gucken wir, wie er sich da macht. Und wenn er da überzeugt, können wir ihn vielleicht später holen als Ersatz, als Aufbauspieler. Aber wie gesagt, ich hätte gerne hier den Philippe Koch oder Sebastian Jung. Da möchte ich von euch wissen, wen ich von den beiden holen soll. Und was haltet ihr von Alexander Kokorin? Dazu ein kleines Feedback in die Kommentare oder auch auf meinen Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spiel gegen Kaiserslautern wieder. Genau. Sind ja auch noch 3 Spieltage. Und ich würde sagen, hier gehen wir nochmal ins Trainingslager. 7 Tage. Bisschen wärmer sollte es schon sein. 12 Grad, nee, 18 Grad. Thessaloniki 17 Grad, 18, 17, 17. Mallorca, Malle. 7 Tage, zack. Mit einem schönen Freundschaftsspiel gegen Barca. Ja, genau. Vielleicht am letzten Tag nochmal. Ja, okay, dann müssen wir das doch wieder zu Hause machen. Hier noch ein schönes Testspiel am Mittwoch. Gegen Club Einladen, 3. Liga. Wir werden hier ganz stark aus der 3. Liga. Wen holen wir uns denn da mal an? Oder wollen wir hier aus... Ich hätte ganz gerne ein Topspiel gegen Manchester City. 400.000 Antrittsgebühr. Na gut, lassen wir das. Spielen wir, das mache ich auch ganz gern, am 31. Ein Hallenturnier. Ein Hallenturnier. Natürlich. Ein Hallenturnier. Hier, 28. Da geht das nicht. 29. Ist auch nicht. 30. Geht auch noch nicht. Aber am 31. geht's Hallenturnier. Okay, dann spielen wir am 31. und 1. ein Hallenturnier aus. Und dann geht's das nächste Spiel gegen Kaiserslautern. Mit Sushi, Obst, Bockwurst und Bonbons. Alles Klärchen. Bis dann, eure Gurke.